Es geht weiter in der vierten Welt. Sieht wieder nach ein bisschen Grasland aus. Ich lasse mich überraschen, was hier alles kommen wird, ne? Und ich wünsche euch wie immer hier auch viel Spaß. Der Baumeister hat meines Wissens, glaube ich, 8 Welten kreiert. Und ja, sind wir jetzt in der Halbzeit. Mal gucken, was uns jetzt erwarten wird. Schokolade. Schokolade. Was mit Schoko? Schoko, Atma oder so, Schokoherbst, ne? Okay, jetzt sind wir im Herbstland, Schokoherbstland. Sieht ja cool aus. Laufend diesmal, okay. Ich glaube, das sind seine Lieblingsbäume. Mhm. Cool, erstmal am besten so ein Pilzland. Ja, Pilze passen ja eigentlich zum Herbst. Zumindest so Pilzsaison. Mhm. Wow. Nice. Mal schauen, wie das weitergeht. Ganz gechillt. Ganz lockeres Laufen, das Level. Und unten kann man ja nicht mehr runterfallen. Man ist ja sogar da unten noch gesichert. Gut, man kann, glaube ich, schon runterfallen. Oder? Nein, man ist sogar safe. Hat sogar noch einen Boden gemacht. Ey. Echt cool. Das heißt, man könnte im Grunde genommen auch hier rumlaufen. Ist einfach ein bisschen eisig. Ja. Muss man ja gar nicht oben durchlaufen. Schaut euch mal das an, wie cool das ist. Heißiger Boden. So. Okay. Hm. Kommen die nächsten Gegner ganz gechillt da unten? Ja, die springen von selbst nach unten. Okay, da muss man ja gar nichts machen, ne? Schaut euch das mal an. Okay. Und noch ein Baum am Schluss. Okay. Schönes kleines Level gewesen. So. Melgügen, wir gehen rechts weiter. Was wird uns hier erwarten? Was wird die Herausforderung sein? Level 2. Hm, Thema Kunst. Okay, es geht wieder nach unten, der Klassiker. Geht's ins Wasser? Nein, es geht laufend weiter. Oh, jetzt haben wir es aber hier am besten schwieriger mit den Plattformen. Okay. Oh, da greift sein Kumpel da oben an. Ganz der krasse Knoche da oben. Ja, so hat er früher ausgesehen. Und so sieht er immer noch jetzt aus. Hat sich ja nichts verändert im Laufe der Zeit. Ja, nein, Scherz, das ist ja hier das Thema. Er ist dort nicht ein Secret. Nein. Ja, die Secrets. Ich muss sagen, in Super Mario World, also dem Original, also ich spiele ja auch das Thema von Super Mario World, aber ich rede vom Hauptspiel, vom SNES, da gab es so einen Teil, wo man sich da unten so ein bisschen so drehen musste, damit man unten irgendwas findet. Oder es gab einfach so eine Stelle. Sogar bei Mario Bros. 1, da gab es so eine Stelle, wo man mit dem Bohrer nach unten gehen musste und ein bisschen verfolgt wurde. Mhm. So, oh, er fällt hier vom Himmel. Ja, so nicht. Killen sich ja selber hier die Gegner hier. So. Geh zu deinen Freunden hier. So. Und die Röhre, okay. Chilliges Level. Und das Ziel, cool. Und weiter geht das Ganze. Da vorne. Haben wir den nächsten Küper. Küper. Mal schauen, was der Küper hier uns damit bringt. Also der Titel da oben bleibt ja die ganze Zeit gleich, außer die Zahl. Das ist die Reihenfolge der Level. So. Wie schon gesagt. Oh, das war richtig mies. Da kam einfach sein Kumpel zu mir und hat mich da irgendwie noch gefressen. Fall runter. Jawohl, der Rote nicht, der ist gescheit. Schaut euch das mal an, der bleibt einfach auf der Plattform. Aber der Grüne, ja, oben kommt noch mal. Komm, PvP, komm, PvP, bam. Ja, du auch noch. Ja, alle wollen hier fighten, okay. Nehmen wir die Tomate mit. Werfen sie nach oben, yay. Nehmen sie gleich wieder mit. So, hallo. Oh, Riesenmontis. Ja, und ich bekomme eine Feuerblume.
Hey, soll ich mal eine Challenge machen? So die Tomate bis nach bis zum Ziel mit nach Hause nehmen. Da, hey, schaut doch mal das an. Hey, wow. Ja, wow. Nein, das ist die richtige Tomate. Gut, ich könnte natürlich auch diese Tomate mitnehmen. Ist kein Problem. Ups, jetzt habe ich das Original gekillt. Egal, wir haben einen schönen Ersatz. So. Wow, jetzt noch ein Powerstell. Schaut euch mal an. Hey, wow. Okay. Ja, die Tomate hat es leider nicht ganz bis zum Ziel geschafft. Naja. Wer von euch mag denn Tomaten? Also ich muss sagen, bei mir gab es eine Zeit lang, wo ich nicht so gerne Tomaten gegessen habe. Aber dann gab es mir so eine Zeit, wo ich mich ein bisschen so ums Essen, wie soll ich sagen, so um das gesunde Küche so ein bisschen so recherchiert habe. Und dann musste ich auch feststellen, dass die Tomate einer der gesündesten Sachen sind, also wo wirklich mega wichtig ist, also wichtiges Gemüse ist. Und das ist eigentlich schon mega wichtig. Ich fange jetzt nicht über die Tomaten an zu anfangen, also zu erzählen. Aber es schmeckt dann schon gut. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie man die Tomate da am besten so isst. Wenn sie in einem Salat da ist, oder wenn man sie zerschneidet. Ist ein bisschen unterschiedlich. Und dann fragt man sich dann nachher auch noch, ja, warme Tomaten oder kalte, ne? Ich glaube, lieber kalt, ne? Aber eben, fertig mit dem Tag der Tomaten, sonst träumen wir heute noch davon. Hier in diesem Spiel haben wir eher die Killer-Tomaten. Was ist denn da oben passiert mit den Röhren? Ah, das ist hier so eine Zusammenstellung, ne? Ich weiß es nicht. Was ist noch speziell da oben? Ist das ein spezielles Baumhaus oder so vielleicht? Ich weiß es nicht. Ein bisschen das Level hier anschauen, oder wie so, als wäre da oben noch was versteckt. Nein, nicht ganz. Das ist ein Röhrenbaumhaus. Ein Röhrenbaum aus dem Dschungel. Ja, jetzt sind wir ja im Dschungel. Wir sind ja vorhin. Waren wir nicht im Dschungel. Vorhin waren wir woanders. Hey, der Schlangenblock. Let's go. Ach, ich gehe zu Fuß. Ist gesünder. So. Ah, da geht's aber nicht mehr weiter. Ey, wo ist mein Taxi hin? Ja, ist mit dem Schlangenblock verloren. Hey. Okay, irgendwie ist das gerade komisch. Und er respawnt auch nicht. Gut, der ist, glaube ich, auf der linken Seite gewesen. Ja, oder da unten. Ist da unten Wasser? Die Fische brauchen doch von irgendwoher doch Wasser, oder? Ja, seht ihr. Dann nehmen wir doch unser Taxi hier. Mit dem Panzer ist man schneller. Ja, ich hab's fast gedacht. Ja, ey Leute. Nein. Nein. Wow. Ey, ich brauche Hilfe. Oh. Hallo, kann mir ein Fisch helfen? Ich muss hier nach oben kommen. Jawohl. Das war doch große Kunst, oder? Die Sprungkunst von Super Mario. Wow. Jawohl. Was ein Künstler. Nice. Und die Reise durch den Wald geht weiter. Nämlich in Richtung Schloss. Da oben ist noch das One-Up-Häuschen, aber das lasse ich jetzt mal stehen. Wir kommen jetzt zu einem... Was kommen wir eigentlich hier? Lemmis Castle vor. Besiegen Sie alle Lemmis. Es hat nur einen, den einen einzigen. Oh, die Brüder kommen. Ich habe so Angst vor euch. So, okay. Ja. Dann gucken wir weiter. Oh. Hat sie doch ähnlich als wie das letzte, oder nicht? Oder ist das eine optische Täuschung? Wow, ja. Mario, du kannst doch keinen Wandsprung hier machen. Ja, Mario würde jetzt sagen, Mamma Mia. Ja. Das Mamma Mia, das kriegst du da schon irgendwie hin. Oh. Ich muss, glaube ich, auf den Kugelwilli und vom Kugelwilli nach rechts rüber. Hallo, Herr Kugelwilli. Hör, da kommt ja nochmal einer. Ja, das sieht nicht gut aus. Uiuiui. Hallo, Herr Kugelwilli. Danke. Sehr schön. Wow. Also die Stachis, die drehen da einfach schnell runter und gehen dann nachher baden. Das ist der Ablauf. Ja, uiuiui. Ja, Achtung. Wow. Hey, cool, ein Pi. Ein fliegendes Pi.
Okay, Super Mario Galaxy! Jawohl, wir fliegen in den Himmel und kommen irgendwo wieder runter. Ja. Oh, der Schlüssel ist da unten. Krasse Mission. Ja. Man muss mal aber aufpassen, nicht das. Oh, shit. Ja, ich bleib mal hier oben. Ja. Yeah. Ah, so können wir schon wieder rein. Juhu. Da kommt jetzt wahrscheinlich dann der Boss, oder? Gibt's einen coolen Kampf da oben? Nein. Das heißt, es geht da unten rein. Oh, wow. Nein, Mario, jetzt bist du nicht mehr der Ballon, Mario. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Hey, sind wir im Kinderspielzeugland? Was ist denn hier los mit den Bälle? Bällen hier. Hey, ist noch krass, der spickt dir die Stachel raus. Ja, je länger ich warte. Aber soll ich euch mal einen Trick 77 zeigen? Hey. Ja, aber wir müssen ihn besiegen. Hahaha, gefällt der Trick. Gefällt der Trick. Ja. So nicht. Yo, okay. Es wird schwieriger. Es wird... Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Zeit verloren. Gibt es hier eigentlich auch... Oh, da ist ja noch eine Feuerblume. Wo ist denn die gekommen? Von der anderen Seite. Das ist ja richtig Fairplay hier. Ah, oh, das aber nicht. Feuerblume. Jawohl. Ah, oh, ja, das hat aber wenigstens fair gemacht. Das finde ich für... Alter, Feuerblume, Feuerblume. Wir kommen gleich Panik. Okay, okay, noch cool gemacht. Noch cool gemacht. Du bist ein Hindernis mit diesen kleinen Stachis. Der Mario reist ins nächste... Ich würde sagen Tal, aber wir sind hier in einer World. Super Mario World. Die Wüste. Hype, der Hype ist real, hey. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal hier in der Wüste. Freut euch jetzt schon und bis zum nächsten Mal.